Moin Moin Leute, Weekend Warrior Shop. Stefan heute hier mit einem kleinen Video zum MK2 Chest Trick von Tasmanian Tiger. Bleibt dran, bis gleich. Männers und Mädels. Heute geht es einmal um den MK2 Chest Trick von Tasmanian Tiger. Henna hatte das Ganze schon mal vorgestellt, ich glaube 2020. Video verlinke ich euch auch nochmal. Da geht es noch einmal hin, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt. Der hat das Ding auch schon detailliert vorgestellt. Ich gehe heute ein bisschen eher in den Bereich Anwendungsbeispiele. Das gute Stück kommt so zu euch. Es gibt das gute Stück. Hier haben wir Oliv. Ich trage Tan. Es gibt noch Schwarz, die drei Grundfarben, Farben jeweils für 170 Euro. Dann haben wir auch noch im Angebot Multicamo, das klassische Multicam. Einmal hier, da bist du bei 200 Euro. Und dann gibt es noch IRR Steingrau Oliv für 209 Euro, den Chest Rig. Und ja, so kommt das gute Stück zu euch. Starten wir erstmal kurz mit den mit so ein paar Erklärungen. Was kann das gute Stück? Wir haben hier vorne einmal diese Frontflappe mit Molleschlaufen dran. Wir haben vier Magazintaschen hier vorne, die quasi jeweils mit Klettflappen geschlossen sind. Und wir haben an beiden Seiten große Utility Pouches. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal kurz im Detail. Oh, V2 Magazin, was machst du denn hier? Ah, du kommst noch. So sehen die Utility Pouches auf beiden Seiten aus. Machen wir mal eben kurz auf. Wir haben hier einmal Molle. Auf der anderen Seite haben wir einen kleinen Stoffbeutel mit Meshnetz vor, ein D-Ring drin. Wie gewohnt, TT-Qualität, dicke Reißverschlüsse mit, mit Bungee-Cord dran zum Ziehen, Reißen, wie auch immer. Dann kommen wir mal hier rüber. Die Magazintaschen. Klettverschluss, Klettverschluss, davor noch Mollefläche. Ich kann hier einmal rausnehmen, die Flappe. Ich kann das ganze Stück in der Größe variieren, wie ich mag, und dann quasi einstellen auf die jeweiligen Magazine. Viermal das Ganze. Hier oben seht ihr noch einmal den Mollebereich. Dann hat man normale Schulterpolster, die über den Rücken gehen, und am hinteren Ende wird das Ganze dann verschlossen. Da sehen wir jetzt einmal, zeige ich das Ganze. Die normalen Schulterriemen, die dabei sind, und hinten am Rücken geht es dann einmal so und wird dann quasi verschlossen. Könnt ihr auf diverse Größen wirklich einstellen im Umfang. Ich glaube von 100 cm oder von 90 cm bis 140, 150. Also das ist auch wirklich was für so Leute wie ich, die gut im Futter sind. Auch sehr optimal. Warum zeige ich euch den jetzt einfach? Warum, Stefan,
Ihr habt mich, viele haben mich schon gesehen, auf dem SBG, auf dem ESG. Gerade immer, wenn ich Generalstätigkeiten mache oder auch im Sommer, renne ich mit diesem Small Kombi Rig von TT rum. Small Kombi Rig, vorne nur drei Magazintaschen. Ja, ist eher wie so ein, sag ich mal, wie so eine große Bauchtasche, der Small Kombi Rig. Hat ja unten noch so eine, diese Tech Pouch drunter, die so ein bisschen aussieht wie die Tech Pouch 12. Der wirkt so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen sehr klein. Und häufig, wenn wir jetzt bei uns hier im Ladenlokal eine Diskussion führen, ich will was Luftiges für den Sommer haben, ich will nicht meinen dicken Plate Carrier anziehen oder ich will auch vielleicht nicht, ich will eigentlich was Wertiges haben, aber will nicht gleich irgendwie einen Plate Carrier für 300 Euro kaufen, dann sind die Leute häufig bei den Rigs unterwegs. Und dann kommt der Small Kombi Rig und dann ist natürlich immer so die Diskussion, oh, das ist ja schon offen, da kann ich halt schon... da kriege ich ja richtig Treffer ab, der Rücken ist frei, vorne zeigst du halt viel Körper. Ich sag mal so, das ist im Normalfall, ist es halt egal, aber wenn man jetzt irgendwo im, sag ich mal, im Nahkampf ist und da dann halt ein paar 5 First Strikes auf dem Oberkörper kriegt, ist so ein Plate Carrier schon ganz angenehm. Und da kommt dann natürlich dieses Rig halt ins Spiel, weil einfach ist halt, du hast den luftigen Part vom Chest Rig und du kannst ja auch quasi hier selber entscheiden, ob du oben diese Mollefläche hast oder so wie ich habe die bei mir runtergemacht. Das ist erstmal der eine Vorteil, den du hast, was dir halt schon wirklich viele Möglichkeiten bringt. Nächster Vorteil einfach, hier vorne diese vier Magazintaschen und ich weiß nicht, ob es schon jemand erspäht hat. Ich habe hier zwei V2 Magazine drin von der T15 und ich habe hier zwei CF20 Magazine drin von der EMF und wenn man jetzt schaut und ich nehme hier mal meine EMF in die Hand, schön viel Armfreiheit. Ich kann hier wirklich schön rumhantieren, das geht halt gut. Das gleiche natürlich auch mit der T15. Muss man jetzt natürlich dann ein bisschen schauen, wie ist das, wenn ich hier an der Seite an den äußersten Magazintaschen halt auch zwei drin habe. Da ist dann vielleicht nochmal so Nachjustierbedarf, aber ich habe schon gleich, für wenn ihr jetzt rechnet, Small Kombi Rig, den ich ja eben im Vergleich hatte, habt ihr hier gleich vier Magazintaschen, bei dem nur drei, hier sind es vier doppelte. Man hat wirklich gleich acht Magazine dabei. Dafür ist dieser hier natürlich auch teurer und trägt halt dicker auf, aber das ist ein guter Kompromiss. Das ist für Leute, die halt nicht ganz zum Plate Carrier hin wollen, lieber sowas machen wollen, wirklich eine feine Sache, sehr schön. Ja, dann haben wir hier an der Seite noch die Taschen, die ich gezeigt habe. Und ich habe ja schon gesagt, ich will ein bisschen Anwendungsbeispiele bringen. Und da hat er hier was vorbereitet. Flasche, Mamba-System. Flasche, Mamba-System, Tasche, reingestopft, Reißverschluss, Reißverschluss. Und wenn ihr das so spielt, kleiner Tipp, die Reißverschlüsse ineinander vertüdeln, dass das Ding nicht aufgeht beim Spielen. Das geht immer gut. Oder einen Karabiner rummachen. Jetzt kann ich durch die Tasche selber entscheiden, wie weit mein Mamba-Schlauch rausgeht. Und was bringt mir das, wenn ich die Flasche hier vorne habe und der Mamba-Schlauch möglichst weit rausgeht? Zeige ich euch eben kurz. Wir machen das jetzt hier mal. Na, passt das hier? Mal eben an die EMF rangeschraubt. Ja, ich bin ziemlich, ziemlich beweglich. Das ist wirklich geil, wenn man halt vorne einen langen Mamba-Schlauch hat und man hat einfach durch diese großen Taschen wirklich die Möglichkeit, da rum zu justieren und das halt zu justieren, wie man selber möchte. Und es bietet einem sehr viele Möglichkeiten. Das nächste, was wirklich auch noch ein immenser Vorteil ist an diesem Chest Rig, du kannst hier für hinten so eine Backplate kaufen. Verlinke ich euch natürlich auch mit in der Videobeschreibung. Backplate bringt dir dann einmal hier diesen Emergency-Griff, dass dich jemand aus dem Gefecht ziehen kann. Das ist gerade bei MacFed-Games, wenn man mit Medic spielt, halt auch immer ganz witzig. Dann ziehen die Leute häufig hinten an dem Griff und ziehen dich aus der Situation raus, um damit der Medic dann halt seinen Dienst tun kann. Das nächste, und da gehen wir mal wieder hier in die detaillierte Ansicht, hier kommt das Ganze. Was bringt die Backplate euch?
Die bringt euch Mollefläche, jede Menge Molleschlaufen, 2, 4, 6, warte mal kurz, 2, 4, 6, 7 Molleschlaufen an der Zahl, tatsächlich von links nach rechts. Da kann man noch einiges ranmollen. Der ein oder andere von euch wird es schon erspäht haben. Wir haben hier auch noch die Öffnung für die Trinkblase. Das heißt, ich kann hier hinten komplett eine Trinkblase in das gute Stück reintun. Und das passt nicht hundertprozentig, aber das ist mehr so eine Idee von mir gewesen. Wenn wir jetzt nämlich nach vorne gucken zu dem Chest Rig, dann hat er von innen, hat er nicht gemacht. Wir haben hier erstmal Cordura Mesh Flächen für die Belüftung, wirklich gut belüftet das Teil. Wir haben hier dann auch noch, habe ich reingebaut, eine Dummy-Platte, deswegen sage ich, hat er nicht gemacht. Dummy-Platten, wie in dem Video vom Montag, habt ihr ja gesehen. Das Ganze bringt noch Stabilität, Struktur und natürlich auch noch ein bisschen Schutz, für den es möchte, und macht das Ganze atmungsaktiver, wie ich schon am Montag gesagt habe. Kann man vorne reinmachen. Hinten in die Backplate passt es nicht ganz rein. Wenn ich meine Platte daneben halte, das zeige ich nochmal eben kurz hier in der Topcam-Ansicht, dann ist die Platte leider ein Ticken zu groß. Gut, es ist jetzt aber eine Schaumstoff-Dummy-Platte, die kann ich halt auch einfach unten abschneiden. Und dann könnte ich mir theoretisch hinten auch noch eine Platte reinmachen. Ich kann auch einfach hinten die Flasche fürs Mamba-System reinmachen, für die dann über die Schulterriemen nach vorne. Ich kann hinten Funkgerät reinmachen, ich kann diverse Utility-Pouches daran mollen. Also das ist halt wirklich wieder mal von TT. Hier sieht man das ja noch oben, die gepolsterten Schulterpolster. Man sieht wieder, das ist von TT wirklich so ein Allrounder, wieder sehr schön durchdacht, sehr viele Möglichkeiten, auch Verarbeitung, Qualität, wirklich top. Und im Sommer gerade auch ein schönes Zwischending zwischen Plate Carrier und den ganz kleinen Chest Rigs und natürlich auch immer noch für uns großen Leute wirklich top zu tragen. Da ist man gut dabei. Ja, das war es einmal soweit von mir. Was ich noch einmal gerne hätte von euch jetzt, wie immer, derjenige, der so ein Chest Rig spielt, haut doch auch mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich sehe da immer wieder ESG, SBG oder auch irgendwelche anderen McFeed-Events, sehe ich immer wieder Leute mit den MK2 spielen. Ich finde ziemlich underrated das Ding. Das könnte eigentlich, verdient das Ding eine viel höhere Beliebtheit. Da würde ich gerne auch nochmal vielleicht so ein, zwei Erfahrungsberichte zuhören. Und dann hoffe ich, das Video hat euch einen kleinen Eindruck gebracht, welche Möglichkeiten ihr habt mit dem Chest Rig, was man alles draus machen kann. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns. Bis denn.